Das Brundoi seid wieder a Heimatabend. Freche lirarische Stücke wollen Mehrheit bringen. Die Braunangela ist dabei, sie führt durch das Programm. Und wenn wir nicht nur Stücke haben, fangen wir von vorne an. Geschätzte Festgemeinde, jetzt gehen wir's also an. Wir begrüßen unseren Landrat, der nicht kommen kann. Dafür schickt er seinen Bürgermeister, das ist eine besondere Ehre. Und all seine Gemeinderäte, an jeden Mitschaffer. Sie haben alle hergefunden, obwohl Eilsbrunn ein wenig versteckt liegt. Keine Angst, man kommt in jedem Fall trockenen Fußes in den kleinen Ort, der im westlichen Landkreis Regensburg liegt. Aber von woher man sich auch nähert, das Wasser ist stets ein begleitendes Element. Ruhig, fast verträumt fließt die Laber in ihrem engen Tal. Majestätischer wird es dann unweit der Stelle, wo die Naab in die Donau mündet. Bei schönem Wetter kommen dann in Scharen die Regensburger hierher, die diese Gegend als Naherholungsgebiet sehr schätzen. Von den Flussauen bis zu den Felsformationen des auslaufenden Juragebirges finden sie alles, was das Herz des Stadtmenschen höher schlagen lässt. Oder sagen wir einmal fast alles. Denn das Bäuerliche ist schon seit längerer Zeit auf der Strecke geblieben. Ganze zwei Bauernhöfe gibt's noch in Eilsbrunn, aber auch zwei Wirtshäuser. Wir sind heute Abend beim Röhrl. Die Geschwister Uli und Jürgen Reisinger machen den Anfang. Durch das Programm führt dann Angela Braun. Heimatland, Heimatland, wer was sein will und was werden, kriegt einen Titel ohne Mittel, braucht einen Orden und einen Stern. Weiß mit Titel ohne Mittel uns dann begrüßen werden. Tralala ho, rütti ai ho, tralala ho, rü, ho, rü ai ho, rü, tralala ho. Herzlich willkommen zu unserem Heimatabend in der Oberpfalz. Wir sind heute zu Gast beim Röhrl in Eilsbrunn und das liegt im sogenannten Speckgürtel von Regensburg. Sicher nicht die ärmste Gegend, wie der Name schon sagt, und die Bewohner hier in der Oberpfalz, die sind von einer besonderen Spezies. Immer als Anhängsel mächtigeren Stämmen dienend, bewahrt sich der Oberpfälzer eine gewisse Zurückhaltung gegen Fremde. Abgescholten nach außen ist er desto offener unter den Seinigen, besonders wenn er in seiner Mundart sich ergehen kann, die er nie vergisst. Doch schleift auch hier die Kultur, welche alle Welt beleckt, allmählich den Charakter der Mundart und damit des Menschen nach gegebenen Mustern ab. Aber auch dann noch zeichnet ihn der eigentümliche singende Ton als Oberpfälzer. Außerdem ist der Oberpfälzer lernbegierig, leicht, fast leicht und hat ein Ohr für Sprache und Musik. Soweit der Volkskundler Franz Xaver von Schönwirth im Jahre 1857 und das ein oder andere, das früher galt, gilt vielleicht auch heute noch. Es sind heute viele Sänger und Musikanten aus der Region zusammengekommen hier beim Röhrl in Eilsbrunn. Und den Auftakt macht die Kapelle Josef Menzel mit einer langsamen Polka, Shay Mosgay, oberpfälzerisch, und drauf tanzt der Trachtenverein Regensburg-Stamm den Häkler. Musik.
Vom Trachtenverein Regensburg Stamm mit dem Hackler. Das kommt von Einhackeln, das haben Sie selber gesehen. Zunächst möchte ich Ihnen aber die Kapelle Josef Menzel vorstellen. Und das geht am besten mit dem Musikmeister und Namensgeber höchstpersönlich. Der darf mal ein bisschen runterkommen, das ist der Klarinetter. Sie haben selber gesehen, es sind lauter ganz junge Musikanten, so im Alter zwischen 19 und 30 Jahren. Einen Ausreißer haben Sie dabei, der wird heuer 40, aber der darf trotzdem mitspielen. Immer noch. Der Josef Menzel gehört zu den Jüngeren. Die Kapelle gibt es jetzt seit 5 Jahren. Und die Geschichte der Entstehung, die erzählt er am besten selber. Ja, also wir haben in Bremberg hinten gespielt. Damals hat es die Kapelle noch nicht gegeben. Und naja, dann ist halt haben wir ein wenig über Kreuz gekommen, haben uns praktisch in 2 Lager gespalten. Und dann mit einem zunehmenden Biergenuss haben wir alle wieder geworden. Und dann hat einer einen anderen Bein krank gehabt. Naja. Und dann haben wir da auseinandergegangen und dann haben wir gesagt, ja, haben wir praktisch ein Konzept gebracht für die neue Kapellen, einen Namen dafür. Und gesagt, also gibt es den Namen her, Josef Menzel, das ist das Gescheiteste. Und gegründet haben wir gesagt, bei einer Schlägerei. Also das hört sich einfach gut an. Was auffällt, wenn man euch so anschaut, jeder hat ein anderes Trümpf an und andere Westen, also andere Farbschuhe-Schiene-Westen, ein bisschen anders. Ganz einheitlich angezogen sind dagegen die Tänzer vom Trachtenverein Regensburger Stamm. Regensburg Stamm heißt er, nicht Regensburger Stamm. Der Erich Tahedl kümmert sich um die Trachtler und die Tänzer und die Tänzerinnen. Die einheitliche Kleidung bei euch hat auch einen bestimmten Grund.
Ihr wollt die Trachten erhalten? Ja, es ist ein Heimat- und Volkstrachtenverein. Und da ist anders wie mit der Kapellen, wo jeder kommt, wie er mag, hat man das ja auch als Konzept des Vereins, die Tracht zu erhalten. Und unser Konzept ist die bodenständige Tracht, das bodenständige Brauchtum, das Tanzen, die Mundart zu erhalten. Natürlich auch zusammen mit der Muse. Und darum haben wir auch froh, dass es solche Individuen wie uns selbst gibt. Vielen Dank, Erich Tahedl und dem Josef Menzel. Und jetzt geht's gleich weiter mit der Hirschauer Feierabendmusi. Das Ehepaar Strobel kommt aus Hirschau. Das ist ein bisschen weiter weg. Das liegt 70 Kilometer Richtung Schwandorf an der B14, an der sogenannten Goldenen Straße, die von Prag nach Regensburg führte. Sie singen jetzt seit gut 10 Jahren zusammen, vor allem Couplets, aber auch Wirtshauslieder und am liebsten halt auch ein bisschen so seltenere Couplets. 3% heißt jetzt das Couplet, gesungen von der Hirschauer Feierabendmusik. So ein Kieber ist was Schönes, weil man was zum Essen kriegt. Und ein Gesuffer wird gewöhnlich, dass sie mir der Tisch so bäckt. Wenn die Leute noch und nachher ging's, holen noch die Mandeln raus. Und bei vielen guten Sachen, mein dann alle wieder raus. Was das nachher für ein Gefühl ist, sicherlich jeder kennt. Wenn's die morgen hast, nix mehr drinnen, als bei höchstens 3%. Was das nachher für ein Gefühl ist, sicherlich jeder kennt. Wenn's die morgen hast, nix mehr drinnen, als bei höchstens 3%. Früher haben's bei uns in Bayern Senatoren gehabt, grob genug. Da haben's genommen Exzellenzen, Grafen und Baron dazu. Weil man glaubt um solche Herren, mein Recht gescheit sei, das ist klar. Aber heute sind wir der Meinung, dass das nicht ganz richtig war. Jeder hat zwar ein graues Hirn gehabt, heute mit der Wind eingrennt. Da verstand nur in dem Hirn drin, allerhöchstens 3%. Jeder hat zwar ein graues Hirn gehabt, heute mit der Wind eingrennt. Da verstand nur in dem Hirn drin, allerhöchstens 3%. Politiker auf Erden, leben da hin in ihrem Wahn. Wenn der Nummer macht zu kommen, halt bekannte Mittel an. Recht lang sitzen möchte jeder auf sein Stuhl und in sein Haus. Da wird gedruckt und da wird gestoßen, wer dagegen redet, der fliegt raus. Ja, ihr seid mir Leben lauer, sind die Herren recht selten gewinnt. Die übers Herz am rechten Fleck um, bis sind höchstens 3%. Ja, ihr seid mir Leben lauer, sind die Herren recht selten gewinnt. Die übers Herz am rechten Fleck um, bis sind höchstens 3%. Braut und Bräutigam, die fahren, nur der Hof seid gleich nach Haus. Scherzen, Lachen sind recht lustig, ziehen sie dabei langsam aus. Plötzlich wird er immer ruhiger, meist am Start schaut wie ein Narr. Warum Busen, falsche Zeh, so was schöne Lockenhaar. Schmeißt sie alles auf den Sessel, er schreit Himmelsakrament. Die ganze Braut, die geht in Trimmer, wir bleiben höchstens 3%. Schmeißt sie alles auf den Sessel, er schreit Himmelsakrament. Die ganze Braut, die geht in Trimmer, wir bleiben höchstens 3%.
Das ist ein Seiser, das ist ein Gouda. Evi Heigl, was heißt denn das für den Nicht-Oberpfälzer? Das ist lustig, ich sag das normalerweise auch nicht, weil wir ja aus der südlichen Oberpfalz sind. Ich würde sagen, ein Sierser und ein Gurder. Und ich glaube, damit versteht man es schon mehr. Aber in der nördlichen Oberpfalz heißt das halt ein Seiser und ein Gouda. Gut. Man kann bald mitsingen bei dem Lied, weil der Text ist nicht so schwer. Das ist auch ganz typisch bei den Zwiefachen, bei den gesungenen Zwiefachen. Der Text ist sehr einfach, das hat einen Grund. Der Text beim Zwiefachen, glaube ich, hat eigentlich nur den Grund, er ist in der Melodie unterlegt worden, damit man sich's einfach besser merken kann. Weil der Zwiefache ja bekanntlicherweise aus einem Wechsel von Drehern und Walzern besteht, also von Zwei- und Dreivierteltakt und das oft in sehr ungeordneten Reihenfolgen. Und wenn man einen Text drauf hat, kann man sich das oft viel leichter merken. Und je einfacher oder je dümmer der Text auch manchmal ist, umso besser kann man sich merken. Und ich glaube, wenn man den Zwiefachen einmal gehört hat, der geht einem so schnell nicht mehr aus dem Kopf. So ist es. Ich möchte die Blammerberg, muss ich noch kurz vorstellen, die gibt es schon etwas länger. Die sind aus Hagelstadt, das ist in der Nähe im Süden von Regensburg. Das sind die Geschwister, der Benno an der Zirch, die Tina und die Evi an der Geige und der Kari. Der ist immer noch in Hagelstadt, inzwischen sind sie etwas verteilt. Ihr seid aber so ein bisschen auch unter dem Einfluss der Tanzgeiger gestanden. Also ihr habt irgendwie mit denen ein bisschen was zum Tor gehabt und dann eure Stilrichtung entwickelt. Ja, das stimmt. Also wir, der Benno und ich, noch ungefähr so und so groß waren, da sind wir zum ersten Mal dem Peach Rudi von den Tanzgeigern begegnet. Und das hat uns einfach wahnsinnig fasziniert, diese Art, wie der Musik gemacht hat mit seinen Leuten, auch gerade auf die Geigen und dieses Wilde und die Leute mitreißen, die musizieren, das hat uns wahnsinnig gefallen. Und wir haben natürlich jede Gelegenheit genutzt, uns mit denen zu treffen oder auch Kurse zu besuchen, wo die immer ein bisschen was über ihr Geigenspiel erzählen. Und ja, wenn das abgefärbt hat, dann freut es mich. Jetzt hören wir den Farbsepp. Und zwar mit einem Couplet, der singt vom Musikverein und er begleitet sich selbst auf dem Bandoneon. Und danach gibt's die Gruppe Bordunjak mit einer sehr ungewöhnlichen Besetzung mit zwei Dudelsack und einer Drehleier. Wer überall auf der Welt, es dreht sich alles ums Geld. So wird's auch immer sein, bei jedem Musikverein. Die Zuhörer sind zwäng, das hat's früher nicht gegeben. Und wenn der Bierpreis wieder so steigen, dann streikt der ganz Verein. Ja, wer streikt denn noch, der Ola? Der Erstvorstand, der Zweitvorstand, der Schreiber sind schon drei. Der Gitarrist, der Posaunist, der Bassist auch dabei. Der Zweigesang, der Dreigesang, das Duo hat seinen Grund. Am besten schreit der Herr Kassier, der Musikverein geht's grund. Und wenn ein Musikstück nicht klappt, dann wird's dem Vorstand gesagt. Der schimpft da gleich ganz wild, der Trompeter, der ist schuld. Und wieder eine Song, mehr Proben müssen's haben. Jeder möchte gescheiter sein, dann fangen's an zum Streien. Ja, aber streiten auch da wieder alle. Der Erstvorstand, der Zweitvorstand, der Schreiber sind schon drei. Der Gitarrist, der Posaunist, der Bass ist da dabei. Der Zweigesang, der Dreigesang, das Duo hat seinen Grund. Am besten schreit der Herr Kassier, der Musikverein geht's grund. Und einmal haben wir es probiert, ein Maderl abbussiert. Müssen's nehmen oder gleich drauf, auf Vormundschaft hinauf. Dort haben's ihr dann erklärt, dass die Welt sich hab vermehrt. Ein Bubel wunderschön, der Vater ist ein Musikant gewesen. Ja, wir waren noch da alle dabei. Der Erstverstand, nicht. Der Zweitverstand, auch nicht. Der Schreiber sind schon drei. Der Gitarrist, der Posaunist, der Bassist war dabei. Der Zweigesang, der Dreigesang, das Duo hat seinen Grund. Am besten schreit der Herr Kassier, die Musik, die geht's grund.
Gernerwing. So heißt das Stück von Bordunjak, das Sie gerade gehört haben. Da kann sich jetzt jeder darunter vorstellen, was er gern tat. Bordunjak, dieser Name schreit förmlich nach einer Erklärung. Bordun, das ist dieser charakteristische Grundton von Drehleier und Dudelsack, den die einer Menge und andere nicht. Und Bordunjak, das kann der Hans Wachs erklären. Man hat immer ein leichtes Problem, also man spielt zusammen. Wir kennen uns zum Beispiel von Volksmusikkurse. Dann hat man gelernt, ein Repertoire kann irgendwo spielen, dann heißt es, wie heißt es mehr? Und dann bin ich gerockt worden und dann hat man gedacht, ja, lass es ein bisschen osteuropäisch klingen und hängen das Jack hier. Das klingt recht hart. Bordunjak. Das ist ja eine eher ungewöhnliche Besetzung, eben zweimal Dudelsack oder zwei Dudelsäcke, eine Drehleier, zwei Geigen, Harfen und ein Bass. Wie sind Sie zusammengekommen in der Besetzung? Es gibt Forschungen aus dem 18. Jahrhundert, da war ein Geigen, ein Dudelsacks typische. Mit dem fühlt man natürlich heute keinen Saal mehr. Das heißt, man motzt das Ganze ein bisschen auf. Sie kommen ursprünglich aber auch von einer anderen musikalischen Richtung. Also Sie hören und machen selber auch noch Flamenco-Gitarre, habe ich gehört. Und Sie hören, oder woher kommen Sie musikalisch? Das ist so, also ich bin 54er Jahrgang, das heißt, wie die Beatles bekannt worden sind, war ich 8 Jahre alt. Ich habe zwei ältere Schwestern, das war dann damals so, was die gehört haben, hat mir auch gefallen, egal ob es mir wirklich gefallen hat. Aber es hat mich wirklich auch geprägt und hat mich im Prinzip auch bis heute nicht mehr losgelassen. Also ich höre nach wie vor noch gern Flamenco. Und eben auch diese Rockmusik, muss auch wirklich auch sagen, dass die Volksmusik mittlerweile schon ein Teil meines Lebens ist. Und zum Beispiel Zwiefache, die mir sehr gern mengen, wenn ich da wieder irgendeine neue entdecke, ich schaue, dass ich daheim Familie anstecke und ich verpasse denen einfach einen Ohrwurm, bis es selber nervt. Und er hat kein Radio im Auto, deswegen wird Zwiefache gesungen und heute erzählt. Richtig. Noch ganz kurz, Sie arbeiten in der Heimatpflege beim Bezirk, sind Volkskundler. Was haben Sie denn für ein Verhältnis zur Heimat? Heimat muss man sich selber erarbeiten. Also das habe ich immer wieder selber erlebt, jetzt speziell mit der Volksmusik zum Beispiel. Ich war ja quasi ein Seiteneinsteiger, also habe irgendwie auch nur eine vage Vorstellung gehabt von dem, was früher gesungen worden ist oder gespielt worden ist. Und unser Repertoire zum Beispiel, also das fleckt einem nicht zu, da muss man wirklich auch alte Noten durchschauen, Buchausgaben, und man muss wirklich schauen, was gefällt einem, weil ich denke, das ist der Zugang Nummer eins. Ich spiele nichts bloß, weil es alt ist, es muss mir wirklich selber auch gefallen. Und das muss man auch heute gefallen und ich muss heute für mich selber auch gebrauchen und verwenden können. Vielen Dank, Hans Wachs. Thank you.
zwar noch einmal die Blamerbergmusik mit der Dilettantengaloppade. Ein Stück von Johann Bruckner, eigentlich für Klavier geschrieben, aber ich finde, das hört sich so auch ganz wunderbar an. Jetzt aber zum Sepp Pfarb aus Mangolding. Er ist bekannt als Couplet-Sänger, schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Region und auch weit über diese Region hinaus. Aber jetzt ist er mit einem ganz anderen Instrument bei uns zu Gast. Instrument ist schwierig zum Song. Es ist eine Musiksäge. Es ist tatsächlich eine Säge, es ist ein Fuchsschwanz. Und eine Musiksäge deswegen, weil es steht Stradivarius drauf. Also eine echte Stradivari. Ein bisschen günstiger zum haben wie die Geigen. Herr Pfarb, wie lernt man das Instrument? Ja, durch jemanden, Indianern, im Keller drunten. Frau hat mich aber ausgehauen, was willst du mit dem drum? Geh lieber Holzschneiden damit. Das ist keine schlechte Idee. Ich kann es mir gut vorstellen. Sie haben gesagt, für die Jungen ist es schwierig zum Spielen. Je älter man ist, desto besser kann man dieses Instrument spielen. Woran liegt das? Ja, weil je besser das man zieht, desto schöner klingt's. Also wer wisst hat, der kann es vielleicht beim Farbsepp lernen. Wie sich so eine Säge anhört, das hören wir jetzt gleich. Und begleitet wird der Farbsepp von den Geschwister Reisingern. Und da sage ich schon mal vielen Dank dabei. Erfahren haben,
dass das gratis Minimum ist. Aber unser Wirt, die ist halt sauber, vom Fuß bis zum Hals. Und dann gibt der Kopf, der abschandelt wieder alles. Warte, harte, du nicht an, singt ja jeder, man möcht's nicht glauben. Und sogar unser Bezirksheimabpfleger singt daheim ein Maschendrahtzaun. Auf unserer Ansagerin hat der Herrgott einen besonderen Zorn. Sonst war aus dem Dirndl was anständigs worden. Und unsere Zuhörer, viel Glück und viel Sing. Und ein Rucksack voll Gesundheit und ein langes Leben. Feierabendmusik singt uns jetzt am Land und in der Stadt. Und dann soll noch einmal die Gruppe Bordoniak aufspulen mit dem Stück 12 Dörfer. Passt auf, Leute, was wir reinfotzeln vom Land und von der Stadt. Dass wir die festen Weiber haben, die Sommerin geht's grad. Ja, unser Mäuler, der ist angestellt, das ist eine wahre Pracht. Am besten Kind sind überzeugt, mein Fensterl in der Nacht. Doch in der Stadt, die Weiberleid, sind grad wegspinnen wem. Die wenn's da mal wer Bocker willst, greifst alle weiter nimm. Sie malen zu ihre Gesichter an, schmieren fort drauf ganze Back. Und sind zu dir, drum haben sie ja kein Arschnirt und kein Knack. Und sind zu dir, drum haben sie ja kein Arschnirt und kein Knack. Am Land der Rast, der Mann allein, hat keiner nicht studiert. Drum haben sie aber auch noch nicht so überkultiviert. Sie leben nur einfach, weil sie es gehört und da ist sie auch nicht da. Beim Fressen und beim Saffertau steht jeder nur sein Mo. Doch so ein Stadt, fragt noch kein Bier, hockt im Kaffeehaus nur. Da schlägt er dann sein Fliegerl an und frisst ein Eis dazu. Er zuzelt was mit dem Strohhalm aus und macht ein saubleits Gesicht. Der wird schon besuffen, wenn er mir ein Breitweg Brunzen zieht. Der wird schon besuffen, wenn er mir ein Breitweg Brunzen zieht.
Bei uns, wenn's dann auf Musik geht, ja, das ist halt der Rimm. Vom Schottisch und vom Ländler an, da tut der Tanzband hin. Der baut der Draht sein Eul um und dann wird's richtig schön. Er schmeißt in die Luft, das Rickerl fliegt, dann ziehst die weißen Knöll. Doch in der Stadt, wenn's tanzen will, oh mein, da fällt's voll weit. So latschert Schleichers umeinand, weil im Spital die Leid. Und wackeln eins wie Hintergestell, ja schön ist das feiniert. Da meint's, dass jedem vor den Schmierl ein Schuss im Bauch rumschwirrt. Da meint's, dass jedem vor den Schmierl ein Schuss im Bauch rumschwirrt. Ihr Lümmleid, jetzt hat's es gehört, weil's in der Stadt drin ist. Aus einer jeden Kleinigkeit, da machen die ein Geschiss. Bei uns, da gehen am Land heraus, da geht's so gürtelig zu. Soll jeder bleiben dort, wo er ist, now haben wir unseren Ruh. Soll jeder bleiben dort, wo er ist, now haben wir unseren Ruh. Das war noch einmal die Gruppe Bordunjak. Vielleicht haben Sie jetzt auch ein bisschen aufgepasst auf diesen wunderbaren, kräftigen Bordun-Ton. Ein herzliches Dankeschön allen Sängern und Musikanten, allen Tänzern, ja allen, die heute mitgewirkt haben. Ihnen allen auf das Mitsingen. Und jetzt zum Schluss spielt uns nochmal die Kapelle Josef Menzel einen auf, und zwar zum Tanzen. Und es darf jeder mittanzen, das ist ganz ernst gemeint. Ich sage danke fürs Mitmachen, einen schönen Abend und für Gott beieinander. Thank you.